Servus Leute, hallo und herzlich willkommen zu Starfield. Und zwar habe ich ein kleines Anliegen, bevor es nämlich losgeht, bevor es mit dem Video losgeht. Ich habe gemerkt, dass es sehr viele Nicht-Subscriber gibt, die diese Videos schauen. Und ich würde euch doch gerne mal bitten, gerne doch mal ein Abo da zu lassen, damit ihr auch öfter solche Videos seht. Und auch gerne ein Like da lassen und auch gerne in Kommentare schreiben, was ich gerne machen soll, was ich verbessern kann oder ob ich andere Videos bringen soll. Ich bin für alles offen und ich freue mich, dass du auch gerne eingeschaltet hast. Und ich würde mich auch freuen, wenn du wieder einschaltest. Deswegen wünsche ich jetzt einfach viel Spaß dabei und wir sehen uns einfach nach dem Video nochmal. Eine kleine kurze Erinnerung gibt am Ende nochmal des Videos. Und schaut gerne auch mal in der Beschreibung vorbei. Aber das ist, wie gesagt, zweitrangig. Ich wünsche einfach mir nur, dass ihr gerne mal ein Abo da lasst und auch gerne wieder vorbeikommt. Ich bedanke mich. Ich wünsche euch nun viel Spaß beim Video. Viel Spaß. So, dann springen wir halt weiter, oder? Oh, cool. People still use their modules, even though their Star Yard hasn't been running in forever. Keep your weapons ready. Never know who else might be scavenging there. Okay, dann schauen wir mal. Ah, mit E rufen. Okay, keine Chance. So, hey ho, Zero! Die Schiffsteuerung finde ich noch echt sehr verwirrend, tatsächlich. Und wieder eine Cutscene! Woo! Docking complete! Super, Sir. So satisfying seeing the hatches line up! Alter, Brudi. Echt anstrengend mit dir ein bisschen. Oh, Hallöchen. Spacer. Alles fit? Two steps in, and we're already looking at a corpse. Okay, it's not Vanguard Noara. It's like spacers were scavenging around here and someone else came in and said hello. Oh, this won't be your last encounter with a spacer crew. They pillage abandoned facilities and shoot anyone who gets in their way. They're even less organized than the Crimson Fleet. Just countless desperate groups scavenging. Ah! Noch einer. Kann ich den Bildschirm mitnehmen? Ein tragbarer Ventilator. Reminder, unendlich. Ein Marker. Noch ein Marker. Okay. Oh, voller Schritt. Kann man mitnehmen. Kann man immer gebrauchen. So, mein Freund, Sternwerft. So viele Ladebalken. Wahnsinn. Wahnsinn. Oh, da ist er. Oh, noch ein Korb. Ich habe Schüsse.
Oh mein Gott. Na, von da hinten kommt auch noch einer. Ja, ich weiß nicht, so viel mit hab. Ich will auch nicht die ganzen Waffen mitnehmen hier. Ich will eigentlich nur ganz kurz. So. Mal Munition mitnehmen hier. Oh, keine Munition. Ich weiß, verriegelt. Sicher. Da steht einer. Mein Gott. Diese Einzelschussdinger sind so scheiße. Okay, es ist anscheinend nichts mehr hier. Okay, haben wir noch Munition? Ja, was haben wir da für eine Quendel? Das schauen wir uns auch noch an. Medikit. Okay. Ja, ich habe wieder zu viel Last. Ist mir klar. So, was haben wir denn für eine Quendel hier? Kompensator. Okay. Schalldämpfer. Und Single Kaliber Rattler. Ich glaube, wir nehmen jetzt einfach mal hier die raus. Ablegen. Und da legen wir auch mal alle ab. Haben wir hier ein bisschen was für uns hier. Wir haben immer noch keine Munition für hier. Ah, Rettungsteam. Stand. Oh, nee. Ah, okay, das ist nur das Bessere. Wieder, ach Mann. 44. Das sieht aber nice aus. Ja, den nehmen wir nicht mit. Ist immer noch zu viel. Eieiei. Guck mal, hier was Neues. Nice. Aber auch nicht. Ja, nicht mal annähernd irgendwas durch. Oh, Mann. Brauchen mehr Platz. So, was haben wir hier noch? Eine modifizierte. Ja, nehmen wir auch lieber die anstatt die. Natürlich modifiziert. Doch, hier. Ah ja, okay, wir haben schon modifiziert. Okay. Ja, dann legen wir die ab einmal. Und nehmen einmal die modifizierte in unser liebes Etwas auf. Nee, erstmal. Dann die Rettungsachse. Nur die Rettungsachse eigentlich nicht brauchen, würde ich sagen. Okay, cool. Warum hat die jetzt auch die Waffe?
So, müssen wir jetzt lang. Okay, haben wir da zu viel Gewicht? Ja, natürlich haben wir zu wenig, zu viel Gewicht. Gewicht. Ja. Mehrere Leichen. Security. Zuhänger. Oh, wow, wow. Alter, ich hasse es, kurz hier unten sichern, bevor wir weitergehen. Zurückziehen müssen, hey. Oh, ist ja die Person mal gelaufen. Hinten ist aber auch einer gewesen gerade. Wo ist der hin? So, dann nehmen wir mal den Cracker zu uns, glaube ich mal hier. Ist doch noch irgendwo. Ah, hier geht's auch mal noch weiter. Okay, verstanden. Gut, die Waffen nehmen wir jetzt nicht mit, weil wir haben keinen Platz. Leider. Walkroom. Hier ist es nochmal rein. Ah, okay. Okay, das war's nicht. Aber es geht so nicht auf.
Na, so geht's aber auf. So, hier so ein scheiß Helm, Alter. Ich hätte gerne mal. Okay. That's it. Time to sell some of these junk. Immer noch keine Munition dafür. Hier ist es Wahnsinn. Okay. Schauen wir mal, wie es hier aussieht. Hier schießt aber wieder irgendjemand mit gegen irgendjemanden. Das ist Wahnsinn, ey. Kann ich mal bitte die Granaten hier? Giftgas. Oh, da rennt auf mich zu. Scheiße. Fuck, meine Energy ist ja komplett in meine Energy. Okay, cool. Kluby. Ist jetzt auch viel wert. Ich muss jetzt die Kraken einfach ab. Immer noch nicht ganz verstanden, wo wir noch hin müssen, aber wir räumen hier gerade komplett alles aus, was hier noch gibt. Ah, okay, wir sind hier vorne. Oh, hey, sorry, du hast was geschrieben, ich hab's komplett ignoriert. Ja, genau, ich habe ja die modifizierte aufgehoben, aber ich hab's nicht gerallt, dass es die Ding ist, genau. Hier. Immer nicht ausgerüstet. Danke. Ich weiß jetzt, was du meinst. Immer nicht modifiziert ausgerüstet. Jetzt habe ich die modifizierte ausgerüstet, jetzt ist auch meine Munition alle. Ah, okay. Das ist ein Nightmare, ja. So, was ist jetzt hier das Problem? Was muss ich jetzt so machen? Ich hab zwar alles leer geräumt. Finde Hinweise. Och Mensch,
sagst du mir jetzt. Ist tot. Ach Mensch, ey, bist du aus. Aha. Ah ja. Credits. Das habe ich jetzt erst realisiert. Aha. Okay, Scooby. He's daring the spaces to come after him. It's actually not bad. Much better odds destroying one of their ships than that. So, wie kommen wir hier raus? Habe ich den Boss nicht gelootet? Eieiei. Anfängerfehler. Wo habe ich ihn denn getötet? Müsste ja unten liegen irgendwo. Da. Hab ich den nicht gelootet? Ich hab den nicht gelootet. Oh mein Gott, bin ich blöd. Oh mein Gott, bin ich blöd. Trotzdem müssen wir mal kurz schauen, hier, was hier so abgeht. Die will ich gerne behalten. Ja, will ich nicht. 47, Alter. Auch weg, auch wenn die. Es ist sowas, was richtig Geld bringt, das schmeiß ich weg, weißt du? Das bringt nicht so viel rein, das bringt nicht. Von mir im Chat spiele ich es immer mit. Ich würde schon gerne die mitnehmen. Okay, Eisenbeil. Dann nehme ich die. Danke, Silo. Danke für die Erinnerung. Schmeiß ich die ab, weil die bringt halt Geld. Auch wenn es gar nicht so. Da steht 2400 dran und am Ende ist es nicht mal annähernd. Das ist voll schade. So, jetzt habe ich nochmal einen Preis. Ich hoffe auch, dass ich hier mal. Lager habe, weil ich nehme schon sehr viel mit im Moment. So ein Zwischenlager wäre schon was Feines. Wir schauen jetzt mal nach, ob es irgendwo einen Lagerplatz gibt. Das wird so bestimmt gehen. Tür. Nee, das ist die Toilette. Haben wir hier irgendwo ein Lager? Kann ich da unten ans Lager ran? Nee. Weil wir haben halt echt gerade im Moment sehr, sehr viel dabei. Und ich kann halt nichts mehr. Augenblick schon mal im Schlafbett. Was soll das was? Ach, die Klappe. Jetzt verstehe ich langsam, warum der als nerviger Fan genannt wird. So, die würde ich gerne ablegen. Bleibt die dann auch hier? Ja. I know it's grammatically impossible, but somehow you managed to do it. Junge, du schläfst? Was willst du von mir? Wir müssen 125.000 hinkriegen. In einer Woche, hey. Unmöglich, sage ich dir. Kurs festlegen. Wo ist jetzt Neptun? Luna? Erde. Jupiter? Da ist Neptun. Warum lässt er mich jetzt nicht an? Achso, ich muss jetzt abdocken. Okay. Abdocken. Das ist cool, dass man darauf achten muss. Finde ich klasse, tatsächlich. Aber. Immer noch. Kann ich jetzt nicht springen?
würde gerne nach Newton spielen. Reißen. Aber wir kriegen keine schöne Animation mehr, wie vorhin. Sehr schade. Aber ich springe ja auch nicht, wir reißen dahin. Okay, ich verstehe. Ich einfach dann schnell reiße. Näher dich dem Schiff. Ah. Hallo, ich möchte dein Freund sein. Ich will jetzt eigentlich nicht zu musst nah ein Schiff ranfliegen und andocken. Sobald du an Bord bist, solltest du dich auf Gegenwehr dortiger. Okay. Ja, let's go, Alter. Woo! Schon wieder Pipi. Das ist nervig. Dann werden wir es in der nächsten Folge sehen auf YouTube. Wenn es euch gefallen hat, natürlich gerne einen Daumen da lassen, ein Abo da lassen und gerne die Glocke aktivieren. Wir machen jetzt weiter im Stream. Gerne mal auf twitch.tv/teamtv_esports vorbeischauen. Könnt ihr auch live mit dabei sein. So. Und nachdem. Nein, eine kurze Pause. Okay. Wir haben nicht mehr viel Munition. Not gonna lie. FBI, open up! Huh? YouTube-Intro? Ah! Oh. Hallo und herzlich willkommen zurück zu... Ah! Stimmt, du hast recht. Wenn ich ein Outro mache, muss ich auch ein Intro machen. Ah! Herzlich willkommen zurück zu Starfield. Wir sind im Raumschiff. Und töten diese verdammten Wichser. Ah, Mann. Okay, aua, das tat echt schon weh. Wieder zu voll wahrscheinlich? Ja. Verstanden. Hoffentlich, ich verstehe. Ja? Dann geh doch zu Netto. Komm. Schau was Besseres an. Ja, ja. Schau das jetzt. Ja. Grüß Gott. Ich möchte über Gott und die Welt mit ihnen reden. Wo kommst du jetzt her? Wo warst du? Hi. Looks like we're all in one piece. Na dann, Großmeister. Wir gehören zu Constellation, also wir müssen reden. Ein feindliches Schiff ernten und Leben retten. Großartig. Now I know that kind of talk. You two Marines? Na. Constellation, actually. What? Seriously? Man, I've heard stories, but I had no idea you all were this dangerous. Ja, ich bin der gefährliche. We've heard stories too about a strange object you found on patrol. So you know what that thing is? I tried to hawk it in Sidonia, and the guy thought I was peddling phony titanium. It doesn't play nice with scanners. It'd be worthless to someone trying to flip rare minerals quickly. So you're saying I shouldn't be using it as a hood ornament?
Bei uns ist es besser aufgehoben. Hey, I'll trade some weird space rock for a rescue anytime. Ah, wunderbar. Perfekt, ich danke vielmals. Nimm das Artefakt, wo ist das Artefakt? Ah! Da hängt's. Okay, ich glaube, dann sind wir sicherlich los. Schauen wir mal. Hallo, Ade. Servus. Hallo, Freunde. Ja, ja. Schlaf gut. So, aber bevor wir jetzt weiterfliegen, ich gehe mal ganz kurz pinkeln, ja? Sonst wird das halt nichts mehr. Oh. Hallo, herzlich willkommen zurück zu Pause. Ne, zu Starfields. Wir haben gerade Moreas Schiff wieder befreit und fliegen jetzt gleich zurück nach der Pause. Die ihr nicht sehen werdet übrigens. Weil ich kann einfach. Aber die im Stream werden es erzählen. Das gehört halt mit dazu. Ein bisschen Chaos muss immer sein, sonst ist ja langweilig. So. Kehre zur Lodge zurück. Dann kehren wir mal zur Lodge zurück. Wo ist die Lodge? Da. Kann ich so zur Lodge direkt zurück? What the fuck? Ich kann halt direkt landen. Was ist das denn? Mann, ey! Das ist ja voll langweilig. Man muss gar nicht mehr fliegen. Ha Kruzifix! Was wäre kein. Was wäre kein Ghoststream ohne etwas Chaos? Ja, das ist ganz normal. Let's get out of here. Hallo? Ah. So dumme, eklige. Also ich bin wirklich diesbezüglich, nach 3 Stunden Spielen bin ich echt enttäuscht, dass wir so viele Ladebalken haben, man überall hinspringen kann ohne Zeitverlust. Ja, okay, es ist cool, wenn man. Ja, okay. Hey, warum bist du kein Begleiter mehr? Uncool. I hope you are satisfied with the quarters available to you. Welche Quarters? So, schmeiß da rein. Energy spiked a bit, but it's restabilized. Is there anything new showing up? No, it's the same as before. There's a massive output as the artifact is added, then it harmonizes. Like it's waiting for the others. That's speculation, but I think you're right. We need more. Here, you've earned this. Welcome to Constellation. As a full member this time. Helm Constellation. Okay, ich hatte die Kampagne erwartet. Well, if you ever find a relic bottle from Earth, we'll all be happy to share it with you. By the way, how would you like to keep traveling together? I'm not sitting behind my desk for this. These artifacts are a new chapter for Constellation, and I'm going to be out there for it. And I want you out there as well. You got results. I need someone like you watching my back. All right. We've got a few more leads we should talk about. First, there's an expedition that Samco has been putting together. It's in Freestar Collective Space, and he knows it inside and out. There's also the Eye, our Chaos. Star station in orbit. About time for you to meet Vladimir. He's been hard at work tracking down more anomalies. And last but not least, Noelle. Have we heard anything from Barrett yet? A courier from Argos Extractors came by to let us know they're packing up the operation on Vectera. But that's it, no other word. That's not good. We should get over there and check on Barrett in person. Junge, ich werde hier gerade wieder mit Dingern. 8000 Credits, das hört sich auch schon besser an. Warte kurz, wer ist. Okay. So long. I am at your service, Captain. Ja, schön. Problem ist nur, wir müssen jetzt. Weißt du, was jetzt cool wäre? Also, was jetzt dumm wäre, wenn es gehen würde. Aber ich glaube, es geht nicht. Kann ich zum. Vielleicht das tun? Nee, kann ich nicht. Okay. Also? Kann ich da hinspielen? Ah, nee, ich trage jetzt auf Führung. Mit mir. Okay.
Jetzt geht das wieder los mit dem, ich kann nicht laufen schnell. Also ich kann schon laufen schnell, aber nicht lange. Ich muss dann stehen bleiben. Hallo Sarah. Ah, wir können ja mal schauen, ob der jetzt besser ist. Ich glaube, wir sollten den auf jeden Fall auch behalten. Also der kann weg. Sternwarte kann weg. Strahlung. Ne, wir machen die beiden Tore weg und den behalten wir. Ich glaube, die ist schon ordentlich aus Versehen weggetan, den ich hätte behalten sollen. Der kann nachher weg. Den würde ich gerne behalten. Ja, den können wir behalten auch erstmal. So nervig lang zu warten. Nee, das ist auch nicht. Also ich verliere das so oder so Energie. Energie sag ich schon. Ich frage mich eh, warum ich gerade einen Helm aufhabe. Weil wir brauchen ja gerade nichts. Ich würde auf jeden Fall gerne ein Lager hinzufügen. Einfach, weil es besser ist, glaube ich. Ich bin mir langsam nicht mehr sicher, ob ich da hingehen soll, zu diesem United Colonies Constitution Scheiß. I'm afraid, due to recent legislative action, I'm no longer able to allocate ships. I can, however, deal in general goods. Welcome to UC Distribution. Yes. Das ist schon echt wenig. So. Die können weg. Oh, die haben einen guten Wert. Ah, fuck. Muss ich auch verkaufen gehen. Da haben die auf einmal gar keinen Wert mehr. Schau es mal an. Jesus Gott. Gar keinen Wert. Die kann weg. Die kann weg. Die kann weg. Da machst du echt kein Geld mit, Alter. Ist echt traurig. So, wir machen das auch mal weg. Und den Tiefmann nehmen wir jetzt auch weg. Die beiden behalten wir. Rucksäcke. Okay, interessant. Helme. Der kommt auf jeden Fall weg. Der kommt auf jeden Fall weg. Die behalten wir mal. Kleidung. Fluganzug, Wartung. Den brauchen wir auf jeden Fall nicht. Frontier, okay. Galactic. Oder auch nicht. Waffen brauchen wir auch nicht. Trinkkammer verkaufen. Ja. Okay, zu oft.
So, jetzt können wir mal ganz kurz schnell speichern. So, jetzt schauen wir mal rein. Wir haben 28.000, wir brauchen 100.000 mehr. Das ist blöd, das ist sehr blöd. Wollen wir mal ganz kurz was schauen. Also gibt noch nichts dazu. Schade, wäre schön gewesen. Weil Bock hätte ich auf jeden Fall. Ich brauche jetzt aber auch ein Lager. Ich muss schauen, dass ich da irgendwie ein Lager reinkriege. Wir haben einen weiteren Skillpunkt. Ich habe keine Laserwaffen. Ich will ja eigentlich. Was haben wir hier drüben? Das Ganze ist im Stream entstanden, deswegen ist es so ein bisschen aus dem Kontext so pfup pfup. Das wird sich jetzt auch bei den nächsten Malen ändern. Also beziehungsweise ich werde jetzt auch öfters vor dem Video auftauchen, werde öfters mit euch reden vorher, ein bisschen so euch in die Situation bringen, damit ihr ein bisschen mehr versteht, was in diesen Videos vonstatten geht. Und ich werde jetzt auch mehr auf Zielgruppen eingehen und werde ein bisschen was umstrukturieren. Möchte auch in dem Sinne mal ein bisschen Vergleichsvideos machen zwischen Spielen und so weiter und so fort, Pros und Cons, was man spielen könnte. Das dauert aber ein bisschen, da muss ich ein bisschen Skript machen für. Das wird jetzt als nächstes kommen. Nebenbei kommen immer die Videos, meistens auch aus dem Stream zusammengeschnitten. Viele von Starfield wird jetzt kommen. Going Medieval, Land of the Vikings und so weiter und so fort wird weiterhin alles kommen. Aber ich möchte jetzt ein bisschen mehr auf die Zielgruppen eingehen und möchte auch gerne immer wieder ein bisschen appellieren, dass ihr gerne in die Kommentare schreibt. Gerne mal auf Twitch vorbeischaut, übrigens Link in der Beschreibung. Und auch gerne ein Abo da lasst, habe ich schon gesagt. Ich glaube, ich habe es gesagt. Ist aber auch nicht schlimm, denn ein Abo dalassen ist wichtig, denn ich habe schon am Anfang des Videos gesagt, es ist sehr häufig gerade so, dass ich sehr viele Nutzer habe ohne ein Abo. Die vorbeischauen einmal und leider Gottes nicht wiederkommen, weil sie einfach nicht mehr mitbekommen, dass ich neue Videos hochlade. Also bitte, bitte, gebt mir eine Chance und lasst ein Abo da, ihr werdet es nicht bereuen. Ich habe sogar die Kamera kurz unscharf gemacht. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Abend, was auch immer. Schaut gerne wieder rein. Ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut. Bis dann. Ciao.